Mein größter Irrtum als Compliance Manager in meiner beruflichen Karriere war bisher, dass ich davon ausgehe, dass der Begriff Compliance bekannt ist in der Unternehmenswelt. Und das ist nicht immer so und auch nicht beim Top-Management immer so. Ja, also eine sicher eher lustige Geschichte war, wie jemand im Hinweisgeberportal gepostet hat, dass die Schlange beim Mittagsmenü in unserer Kantine zu lang ist und man effektiver arbeiten könnte, wenn da nicht so eine lange Schlange jeden Tag ist. Das ist natürlich keine Aufgabe, die Compliance betrifft. Wir haben das weitergeleitet und unser Kantinenbetreiber hat das beherzigt und mittlerweile sind die Schlangen etwas kürzer. Die größte Herausforderung in meinem Job und der größte Spaß an meinem Job, das trifft sich Gott sei Dank. Also ich gehe gerne auf Menschen zu, ich arbeite gerne mit Menschen und besonders Spaß macht mir das Schulen von Mitarbeitern. Die skurrilste Frage, die ich im Zuge einer Schulung hatte, war, wie eine weibliche Führungskraft gefragt hat, ob ich denn das wirklich ernst meine, dass sie nicht mehr zu den Einladungen gehen dürfe, weil sie hat insbesondere, also da einen Lieferanten, der hat immer so nette, also zweimal im Jahr so nette Gala-Dinners mit Modeschau und also sie hat da immer wunderbare Kleider erstanden und Rabatte dafür bekommen und ob sie da jetzt wirklich nicht mehr hingehen dürfe. Und ich war dann aber eigentlich sehr froh, weil die Mitarbeiter, die auch teilgenommen haben, die anderen Mitarbeiter der Schulung, also dann ganz erbost und sich aufgeregt haben, wie man so eine Frage stellen kann. Und da war ich dann doch wieder froh, weil anscheinend bei den anderen hat die Schulung gefruchtet. Die größten Herausforderungen in meinem Job sehe ich darin, alle Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie stehen und alle dazu zu bringen, ein Compliance-Bewusstsein zu entwickeln. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich, ob ich jetzt einen Blue-Collar-Worker trainiere, jemanden vom Vertrieb oder einen Manager. Und Recht bzw. die Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen soll ja auch greifbar sein für Mitarbeiter. Deswegen erzähle ich sehr gerne Geschichten in meinen Trainings und Schulungen, zum Beispiel über das Bildröhrenkartell, jetzt auch das LKW-Kartell oder eine wunderbare Geschichte ist auch immer wieder die Ermittlungen der Bundeswettbewerbsbehörde beim Skirennen in Kitzbühel mit den Preisabsprachen zu den Glühweinständen, bei den Glühweinständen. Also ich glaube, dass man mit solchen Geschichten diese Regeln und auch diese Risiken greifbarer machen kann. Mein größter Irrtum als Compliance Officer oder als beginnender Compliance Officer war es zu glauben, dass die Thematik primär sich mit juristischen Aspekten befasst. Es geht bei Compliance aus meiner Sicht nicht so sehr um das Detailwissen im Bereich juristischer Aspekte. Dieses Detailwissen, über das verfügt man ja sowieso, wenn man eine Rechtsabteilung hat oder externes Know-how. Die Rolle des Compliance Officers beinhaltet eigentlich komplett andere Aufgaben und das ist primär die Awareness-Bildung, die vielleicht auch im Unternehmen bestehenden Widerstände in Bezug auf Compliance zu überwinden bzw. hier auch für eine Grundstimmung im Unternehmen zu sorgen, dass Compliance eben nicht nur als notwendiges Übel gesehen wird. Das heißt, es ist mehr eine Managementaufgabe, es ist mehr eine Aufgabe hier, das Thema entsprechend im Unternehmen zu verankern, als sich rein nur mit juristischen Fragestellungen zu befassen. Juristische Kenntnisse sind meines Erachtens nach für den Beruf Compliance Officer sehr wichtig, weil es geht ja um die Einhaltung von Regeln und Gesetzen und wenn man da kein juristisches Grundverständnis hat, tut man sich, glaube ich, sehr schwer. Ich finde es sehr gut, dass wir in unserem Compliance Committee interdisziplinär besetzt sind, das heißt, dass wir auch Mitarbeiter aus dem Bereich HR, Internal Audit und der Finanzabteilung haben. Wenn wir rechtliche Unterstützung benötigen, greifen wir primär auf unsere interne Rechtsabteilung zurück, die dann die Auswahl des externen Rechtsanwaltes vornimmt. Da sind wir als Compliance gar nicht eingebunden. Von der Ausbildung her bin ich Juristin und ich denke, dass mir das
in meiner Funktion als Compliance Managerin sehr hilft. Also im Berufsalltag sind juristische Kenntnisse natürlich notwendig. Man muss wissen, wo können die Gefahren entstehen, wo sind die Risiken. Ich bin selbst kein Jurist und finde, das ist auch gut so, weil Compliance Management viel mit internen Prozessen und Abläufen zu tun hat. Und das ist ein wirtschaftliches Verständnis oftmal besser als das rein juristische Verständnis. Ich halte juristische Kenntnisse für durchaus wichtig als Compliance Officer. Ich denke einfach, dass es einen großen Baustein an Wissen, das man einfach braucht, um die Tätigkeit schneller und leichter absolvieren zu können, einfach notwendig ist. Es geht natürlich auch ohne, aber ich glaube, es ist einfach leichter für Juristen.